Hallo, ich bin Galina. Diesmal werde ich Ihnen zeigen, wie man die Nullstellen einer Funktion berechnet. Wenn Sie Nullstellen berechnen sollen, müssen Sie zunächst wissen, was Nullstellen sind und wozu die dienen. Nullstellen geben an, für welche x-Werte einer Funktion das Ergebnis 0 liefert. Das heißt, f von x gleich 0. Und das sind auf jeden Fall x-Achsenabschnitte. Dabei wird, je nachdem, wie die Funktion dargestellt wurde, entweder ein Achsenabschnitt oder mehrere Achsenabschnitte berechnet. Unterschiedliche Funktionen können unterschiedlich viele Nullstellen haben. Dabei würde zum Beispiel die Funktion x² eine doppelte Nullstelle im Ursprung besitzen und eine Funktion dritten Grades höchstens drei Nullstellen. Wie Sie die Nullstellen berechnen müssen, hängt entsprechend stark von der jeweiligen Funktion an. Wichtig ist, dass Sie immer für y die Zahl 0 einsetzen, also die Gleichung f von x gleich 0 nach x auflösen. Nun wollen wir einzelne Beispiele nach Funktionstyp durchgehen. Ist eine Funktion als lineare Funktion dargestellt, so müssen wir y gleich 0 setzen und nach x auflösen. Um die Nullstellen einer quadratischen Funktion zu bestimmen, müssen Sie ebenso y gleich 0 setzen und mit Hilfe der PQ-Formel die Gleichung nach x auflösen. Geht es um eine Funktion höherer Ordnung, zum Beispiel dritten, vierten bzw. fünften Grades oder noch höher, so müssen Sie ebenso f von x gleich 0 setzen und eventuell Polynomdivision durchführen. Dabei benötigen Sie entweder eine vorgegebene Nullstelle oder Sie müssen eine Nullstelle schätzen und in die Gleichung zunächst einsetzen, um anschließend eine Polynomdivision durchführen zu können. Ich hoffe, meine Erklärung war einleuchtend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!